Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich bin hier immer noch fleißig am Sammeln und der Teil ist kaputt. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich das hier reparieren soll. Kann ich das nicht einfach irgendwie so drücken oder so? Oder brauche ich einen Reparaturhammer dafür? Oder wie sieht das aus? Was steht denn bei Bauhammer eigentlich da? Nützlich zur Erweiterung deines Floßes. Aha, toll. Super. Kannst du mir nicht irgendwie sagen, so, ey, pass mal auf, so und so. Pass mal auf, wir brauchen noch einen Wurfanker. Hier. Den hier nehme ich irgendwie. Ja, machen wir mal drauf. Weil da wollen wir nämlich hin, wo ich bin. Auf, das läuft nämlich jetzt wie folgendes ab. Ich bin jetzt dran. Jetzt kann ich den kippen. Und dann halten wir nämlich hier an. So. Vielleicht haben wir dann auch mal ein bisschen Zeit. So, ich nehme mal meine Tasse. Achso, ich habe den ja aufgenommen. Achso, den muss ich natürlich auch reinschmeißen. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ich dachte, das geht einfach. Gut, wir machen erstmal den hier. Dann trinke ich das. So, dann muss ich das natürlich da wieder befüllen. Und dann damit der Brand. Dann können wir die nämlich nehmen. Ne, hier, den hier. Den hier rauf machen. So, pass mal auf. Die können wir nämlich essen. Erstmal die Planke weg. Planken. Achso, Planken brauchen wir eigentlich nicht. So, dann können wir den nämlich hier essen. Hier in die Planke noch platzieren. Und dann sind wir auch gar nicht mehr so tot. Ich muss erstmal so ein bisschen fressen. Ah, da kotzt mich jetzt an, da ich das mit dem Anker ein bisschen jetzt verkackt habe. Ich habe total vergessen, dass ich den rein bamsen muss. Ja, aber das kommt eben davon, ne, wenn man das eben nicht alles so kann. Ah, da gibt es immer, glaube ich, so gaude Sachen. Ne? Da oben ist zum Beispiel so eine Truhe. Ich weiß gar nicht, ob man da so hinkommt. Aber ich denke mal schon. Planke platzieren. Ja, ich würde sagen, wir nehmen schon mal einen Schluck. So. Die müsste ja auch mal jetzt fertig sein. Dann können wir die jetzt wieder in Ruhe dahin machen. Die kann man nicht fressen. So. Oh, aber voll reingesprungen, ne? Das ist ja schon mal gut gelaufen. Der blöde Arsch, der. Was haben wir denn gekriegt? Stein, Stein, Stein. Und irgendwie. Ach ja, und das Problem ist, wenn die gelootet ist. Ja, ja, verpiss dich. Dann geht die nämlich auch ganz schnell unter. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, schon irgendwie. Ne? So ein Automatisierungsprogramm wäre ganz geil, ne? Dann sagt so, boah, pass mal auf. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und dadurch, dass wir ja wenig haben, muss ich sagen, ist das jetzt auch nicht so vorteilhaft. Wir sind schon, vielleicht wäre ja auch mal eine zweite Box noch geil. Aber wir haben ja immer noch so ein übelste Plastik. Regnet, ist das ja jetzt nicht so geil. Ich habe mal noch. Er schaukelt ein wenig. Oh. Das für ein Trick. Hä? Willst du mich verarschen? Sieht doch voll nah aus. Aber wie können wir das denn. Wieso steht denn. Achso, da steht jetzt entfernen den. Gerade hier so was gekriegt, ne? Plaste? Und Gesundheit. Ne, einfach, was denn das hier? Reparieren. So, okay.
Ah, okay. Gut. Alles klar. Komm, wir entfernen die mal hier. Mit unsere kleine Reise weiter. Ein bisschen Platz haben wir ja. Aber es fehlt uns Verstaumöglichkeiten. Das heißt, wir müssen erstmal wieder 10.000 Seiten herstellen. Richtig, richtig. Ja, aber auf jeden Fall hier in die Seite. Treiben wir jetzt? Guck mal her, die geile Platte. Platte volles Glückes. Ja. Und dann grabt man voll vorbei, ne? Hey, sag mal. Achso. Nicht denn an Haken. Was ist jetzt hier für eine Schütze? Ja, meins, jetzt wird es ja schon wieder dunkel. Ich würde gerne mal ein Feuer machen. Aber ich weiß noch nicht, wie können wir schon. Aber wir können ja auch Forschungstisch bauen. Ich glaube, diese Folge wird es so sein. Was machen wir jetzt? Oh, wir haben. Ja, dann sollten wir auch mal darüber noch beraten. Ich weiß ja nicht, ob die Kartoffeln so ein Stück geiler sind, ne? Aber das kann nicht so sein. Schmelze kann man garantiert hier dann auch noch herstellen, ne? Dass man sagen kann, hier pass mal auf, ich bin hier total der Schmelzbrunnen. Schmelze für dich. Aber das wird noch, glaube ich, ein Weilchen dauern. Noch so 20, 80 Milliarden Folgen. Die Verhältnisse gar nicht so einfach. Jo, dann sag mal hier, Süßwasser befüllen, trinken, Salzwasser befüllen, trinken, Pflanze platzieren, Pflanze platzieren. Jetzt komm, lass mal eine Kartoffel gären. Ist hier eine? Ich glaube, so eine Kartoffel hat irgendwie mehr. Hau ab hier. Jetzt hau ich dich. Ist so. Du machst mich aggressiv, du Arsch. Wieso konnte ich runterfallen? Ich glaube, Freude Mikroplaster, ne? Also, es wirkt zwar übertrieben, was hier so im Wasser so abgeht oder so, aber ich glaube, dass die Weltmeere draußen vielleicht sogar noch schlimmer aussehen. Das sind ja wenigstens noch große Teile hier. Aber ich glaube, hier in Wahrheit sieht es schon ein bisschen... bisschen heftiger aus, so mit richtig viel Kleinzeug und so. Dritte Drohne? Bitte, bitte. Danke, danke. Richtig cool. Cooler Move, ey. Cooler Move, du Strömung. So. Ja, wenigstens sieht man so ein bisschen was, ne? Das stellt euch mal vor, man würde hier, ne? Gegarte Kartoffel. Auffüllen hier mit Wasser. Ah, mal gucken, was so eine... Oh, so ein Kartoffelchen? Das geht schon. Ich würde sagen, wir angeln mal eine Runde. Ich glaube, Fisch bringt am meisten. Ich weiß nicht, warum. Aber ich würde sagen, das bringt schon so der ein oder andere Gaude. Wenigstens einmal noch erwischt, ne? Was ist denn das hier von der Mann? Ach so, man kann das halt nur eigentlich machen. Das kann man noch so machen. Oder Fundamentenrüstung. Man kann das noch verstärken. Heftig. Falls der Hai noch böswilliger wird. Vielleicht
Vielleicht wird es ja auch so. Kennt ihr die Blue Sea? Ja, vielleicht wären es ja auch so eine Monsterhaie. Ich sehe recht wenig, muss ich sagen. Hauptsache, ich werfe danach. So, die können wir jetzt auch nochmal, ne, die können wir wenigstens, dann haben wir weniger einen Platz, einen freien Platz. Ich weiß, die kann man auch anpflanzen und sowas, das ist schon logisch, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. So, hier hatten wir eine kleine Einbaufläche, weil das Problem ist auch, einfaches Bett. Dass die Nacht durchschlafen kann verwendet werden, um bewegen und für die Freunde wiederherzustellen. Auch das Wiederbeleben im Bett sorgt für mehr Gesundheit. Ja, dazu müsste ich aber nageln. Ups, ich war's nicht. So ein Kistchen darf man sich nicht entgehen lassen. So, nochmal gucken. Was war denn jetzt hier? So, das haben wir alles. Den Forschungstisch, den können wir herstellen. Und eine Kiste wollten wir. Ich mach mal. Vergiss mal, dass Drehen denn so ist. Mit R. Okay. Ich würde sagen, wir machen das erstmal hier so. Und dann noch eine Kiste. Okay. Kleine Lagerbälle. Okay. Weil dann können wir nämlich hier den anderen Shit hier reinmachen. Die noch voll viel. Okay, was soll ich meinen? Das hier. Und das hier. Sonst so Steine und sowas brauchen wir alles. So, öffnen! Was können wir denn alles hier? Wenn wir irgendwas hier reinsetzen, denke ich mal, erfindet ja irgendwas. So, erforschen. Aha. Gucken wir hier noch so ein Brett. Aha. So ein Seil. Aha. Ach so, macht er das, okay. So ein Brett hatten wir schon. Eine Honigblume. Kann man nicht. Aber ein Stein, erforschen. Kartoffel? Das geht nicht. Aber Plaster. Erforschen. Becher? Holzpiker. Okay. So, zum Beispiel Nagel oder Metall. Achso, Metallstück. Ah. Siehst du? Das kann man nämlich schon ordentlich mehr machen. Ein Scharnier. Weil jetzt Scharniere herstellen, dann sind wir richtig. Der Schamponzen schlechter. Achso, mir fällt gerade auf, ich bin ja richtig clever. Wenn das hier alles am Rand steht. Oh. Und das hat jetzt der Gerhard hier gehört. Der beißt mir das nämlich kaputt. Der Drecksack. Das weiß ich. Aber warum sollte der da nicht drin beißen? So sozial ist der nicht, der Arsch. Das ist natürlich dann ein bisschen nicht so clever, das komplett am Rand zu bauen. Na Gott sei Dank fällt es mir auf. Ich begehr dieses Plastik. Dankeschön. Und die Truhe, Dankeschön. Das ist sehr formell. So. Zack, zack. Zack. Achso, Brett fehlt. Oh nein. Uns fehlt alles. Ich kann jetzt noch nicht mal. Doch. Das hat mir mal Bretter fehlen, ne? Ja, Sioni. Du kannst auch so sagen, wenn du voll hält. Eigentlich kannst du auch so sagen. Ja, ein bisschen Planke bei. Wo ist mein Speer? Oh, hat das aus Versehen gewechselt oder was? Das ist ja nicht so cool. Echt nicht cool. So. Okay. Hier erstmal.
Und jetzt müssen wir ja hier auf jeden Fall noch 10.000 ran machen. Plastik! Ich brauche Plastik. Ah, ich finde das Spiel sehr entspannt, ne? Kann so ein bisschen werfen. Mich stört nur gerade, dass mein Fenster offen ist und mein Zeigefinger dermaßen todeskalt anscheinend. Denn schon ernsthafte Probleme habe, überhaupt Gefühle zu haben. Und ich weiß auch nicht, warum ich nicht einfach mal auch so mittendrin so eine Kartoffel machen kann. Was ist denn hier nicht richtig? Ich brauche Plastik. Oh, da ist ein Törmchen. Aha, Arschloch. Siehst du? Ja, haben wir nämlich schon blau. Und Holz. Holz. Können wir denn noch so einen Wurfanker bauen? War das nicht hier? Wurfanker. So. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, so einen Wurfanker. Eigentlich wieder irgendwie. Ich denke mal, für jetzt lohnt sich das nicht gerade. Wenn das so ein kleines. Geht das jetzt in die Schee runter? Komm, geh unter, mach mir Hoffnung. Kaputt. Ach, leck mich. Denn da mit sowas möchte ich jetzt nichts zu tun. Aha. Achso, wegen den Anker. Okay. Ist erlaubt. Eine Axt brauchen wir noch. Eine Axt. Da brauchen wir. Oh, ganz schön viel Planke, ey. Ich würde sagen, wenn es geht, machen wir da zur Insel. Ne, müsste ich natürlich noch wieder ein Paddel herstellen. Ja, das glaube ich. Wo strömen wir denn hin? Links vorbei. Ist aber auch eine kleine Insel. Warum gibt es denn jetzt hier nichts mehr? Leute. Es kommt nichts mehr. Okay, wir haben das Spiel kaputt gespielt. Guck mal, das können wir da auch noch hier. Das hier und das hier auch schon. Oder? So, dann könnten wir hier so einen Eierschaden machen. So, cool. Haben wir das hier schon? Ne, was ist das hier? Wir haben Blipper erforscht. Mhm. Oh, es kommt wieder ein bisschen was. Glaube ich, wir verpassen die Insel, weil wegen kein Plastos und so. Jupp, die verpassen wir. Das sehe ich jetzt schon. Dazu bräuchte ich ja noch ein paar mehr Plastik und die werde ich so jetzt nicht mehr kriegen. Kann das sein, dass das Reparieren teurer ist als halt andere? Ach man, Mist. Erschrecklich. Ach, Durst haben wir auch schon wieder. Sag
mal, ändert sich das hier unten immer bei mir in der Leiste? Oder was ist denn dein Problem eigentlich? Sind meine ganzen Kartoffeln weg? Sollte echt mal mehr, habe ich keinen Fisch? Nee. Echt mal mehr kochen oder so. Angeln, meinte ich. Ja. Gut, dann haben wir das soweit. Was mag ich denn jetzt als nächstes? Eigentlich müsste ich nicht eine Werkbank bauen können oder so. Holzspeer, Steinpfeil. Ich kann den schießen. Wurfanker, Wimpel. So, Tischschilder, Laterne. Ja, hilft mir jetzt nicht ganz so viel. Boah, guck mal, was wir hier haben. Tonschale. Eine sehr gute Schale. Nutzt sich beim Melken. Beim Melken? Was soll ich melken? Tiere oder was? Cool. Bitte, 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 bitte. Wenigstens bitte. Zack, zack. Und zack. Muss man hier schon um die Kurven ziehen, damit man überhaupt das noch kriegt, weil man einfach nicht treffen kann. Das ist lächerlich. So, erstmal wollte ich noch ein Paddel herstellen, ne? bevor hier alle scheitern. Und Säge, dann könnten wir dingsen. Oh, können wir sogar. Alter, lass mal ein Säge jetzt hier hinsetzen. Hier hinten. Richtig geil. Das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Da werden wir uns mal richtig schöne Säge angucken. Oh Mann. Da muss ich schon sagen, kriegt den ja nicht mehr. Und dann können wir hier vorne vielleicht mal unsere Dings abbauen. Ich weiß ja gar nicht, wie das aussieht hier mit Abriss, ne? Wenn ich irgendwas abreiße, ihr baut das, kriegt denn das Material wieder oder nicht? Oder doch, oder nicht? Das sind ja auch noch so eine Sachen, ne? Vielleicht können wir auch den, Pfeil herstellen, den Pfeil dann reinsetzen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Es bleibt spannend, was wir hier noch alles so entdecken. Ich wollte schon sagen, Klasse haben wir da oben gekriegt. Cool. Ne? Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ich futter hier jetzt noch so eine. Ne, darf ich noch nicht. Wo ist mein Becher? Warum ist der immer hier hinten eigentlich? Ich wollte noch eigentlich mit euch ein bisschen hier was essen. Weil ich so hungrig bin. Ist die jetzt mal fertig? Ich wollte nur einen Snack. Immer noch nicht fertig. Ich verhungere. Bist du was für Angeln? Ich wollte eigentlich schon Feier machen, aber wir angeln jetzt noch schnell. Nein. Achso, habe ich gesammelt. Gut. Das ist wirklich cool, dass man nebenbei noch was anderes macht. Klasse kriegen, sonst rastet er aus. Den hier weg. Kann man den hier essen? Können wir den Lachs hier raufschmeißen? Ich frage für einen Freund. Oder ist der zu groß? Der passt hier nicht hin. Dann bräuchten wir einen größeren. Ja, ich kenne das immer so. Wenn die Sachen einfach immer zu groß sind. Ne, ich glaube, bauen kostet ja 3. Okay, jetzt sage ich wirklich Tschüss. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao.